Hallöchen, Ladies und Gentlemen, weiter geht's mit Dragons Aufstieg von Berg. Das Event geht noch 32 Minuten, von daher müssen wir uns auf jeden Fall ein bisschen beeilen. Unser Ohnezahn ist zurück, aber erstmal würde ich sagen, schicken wir erstmal ein paar Drachen neu los, sammeln unsere Materialien ein und checken ab, was wir dann auf Tasche haben. Gucken natürlich auch in der Akademie, was da so Phase ist, ob wir einen neuen Drachen zum Training schicken können, welche Drachen zurückgekommen sind, ob wir unseren Sand Geist zum Titan-Training, zum Titan-Drachen pimpen, müssen wir natürlich auch abchecken, weil die Wildin haben wir ja echt extrem oft schon losgeschickt, hatten bis jetzt immer Pech. Von daher müssen wir einfach mal gucken, ob das eventuell heute klappt. Wäre auf jeden Fall eine geile Sache, aber versprechen kann ich natürlich nicht. So, dann würde ich sagen, checken wir erstmal die Akademie, da können wir auf jeden Fall noch einen Drache rinstoppen. Müssen wir uns natürlich gemeinsam überlegen, welchen Drachen wir da nehmen. So, als erstes würde ich aber sagen, checken wir hier unseren Sandgeist. Drehen hier einmal am Rad und gucken, ob wir den zum Titan machen. Und wieder hat es nicht geklappt. Bittere Aktion auf alle Fälle. 4 Mille Fisch kriegen wir und dann schicken wir ihn gleich nochmal für 6 Stunden los. 11,2 Mille Holz kostet es. Aber damit können wir leben. Dann sammeln wir hier auf jeden Fall erstmal nochmal ein bisschen Holz ein. Hier beim Knochenräuber genauso. Schicken den nochmal los. Und haben jetzt unser Holz so wieder knüppeldicke voll. Das Ding ist, mein Dagos Grill ist noch im Training. Der braucht auf jeden Fall noch eine ganze Weile, habt ihr am letzten Let's Play mit Sicherheit gesehen. Gucken wir uns gleich mal an, wo haben wir ihn? Hier haben wir ihn, Glummig. Jo, da haben wir ihn. Einen Tag, 13 Stunden braucht er noch, bis wir ihn auf Level Nummer 78 gepimpt haben. Freut mich auf jeden Fall, wenn der zurück ist, weil der echt extrem cool ist. Der Dagos Grillen, einmal der Drache, der wie die Sau kämpfen kann. Auf jeden Fall sammelt er auch Materialien ohne Ende. Also ein Top-Drache auf jeden Fall. In meinen Reihen jedenfalls. Ihr habt mit Sicherheit ein paar coolere. Wenn ja, dann schreibt mal in Kommentare, welchen ihr da habt. So, dann können wir uns den nächsten Drachen auch angucken. Da haben wir nämlich hier meinen zweitcoolsten Drachen. Oder eigentlich vielleicht wäre der erstcoolste. Ich weiß es noch nicht. Das ist der eisige Kältegronkel. Ein exklusiver Drache. Ein exklusiver und limitierter Titandrache sozusagen. Ein Tag, 13 Stunden braucht er noch, bis er auf Level 63 ist. Da freue ich mich auf jeden Fall auch, wie die Sau, wenn der zurück ist. So, wie gesagt, wir können uns jetzt noch ausdenken oder überlegen, welchen Drachen wir noch zum Training schicken. Da könnten wir hier gucken. Nee, das lohnt sich nicht. Den müssten wir erst noch pimpen. Hier hätten wir natürlich den Sägezahn. Den könnten wir natürlich auch erstmal aufpimpen. Würde ich sagen, das machen wir auch gleich. Können den für 1 Tag und 19 Stunden zum Training schicken. Aber das lassen wir erstmal, weil die Wahl, ich guck mal, was wir noch so schicken können. In der Akademie. Werden wir mal gucken. Wie gesagt, den Sägezahn hätten wir zur Auswahl. Was haben wir noch? Gucken wir, wie gesagt, einfach mal gemeinsam nach. So, dann haben wir hier unseren Schrecken der Meere. Den könnten wir natürlich erstmal weiter pimpen bis auf 33 und könnten den für 19 Stunden und 10 Minuten nochmal zum Training schicken. Wäre auf jeden Fall ohne Variante. Also, das wäre unsere zweite Option. Wie gesagt, der Schrecken der Meere, den könnten wir losschicken. Oder wir entscheiden uns für den Sägezahn. Können wir uns natürlich überlegen. Wir könnten aber auch noch mal gucken, ob wir da eventuell noch ein paar andere Drachen haben. Ich weiß es nicht. Aber erstmal checken wir hier unseren Ohnezahn ab. Gucken, was der uns mitgebracht hat. 200 Mille Holz. Ey, das gibt's doch ja nicht. Können wir absolut nicht gebrauchen. Was machen wir da am besten? Ja, einsammeln will ich's erstmal nicht, weil mein Holz sowieso knüppeldicke voll ist. Von daher würde ich sagen, suchen wir uns einen Drache, den wir zum Training schicken können. Ziehen den mal zurück. Was kostet der? 43,7. Von daher würde ich sagen, wäre das auf jeden Fall eine schlaue Aktion, wenn wir den zum Training schicken würden, weil der doch extrem viel Material kostet. Können wir aber gucken, ob wir da noch einen anderen finden. Also wie gesagt, der kostet, das würde 43,7, also 43,7 Mille Materialkosten, um den zum Training zu schicken. Da gucken wir mal, ob wir da noch einen anderen haben, der eventuell noch teurer ist. Wäre auf jeden Fall eine super Sache, aber ich glaube es natürlich nicht. Da hätten wir, wie gesagt, den. Dann könnten wir natürlich hier bei unserem Schrecken der Meere gucken. Aber da würde natürlich nicht der Fall sein. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. Was kostet der? Eine Mille.
Ist ja wirklich ein himmelweiter Unterschied. Von daher lassen wir das erstmal mit dem Drachen. Können hier oben natürlich auch nochmal gucken, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir da nur einen finden, der teurer ist, was kostet gerade mal 5 Mille. Also würde ich sagen, nehmen wir unseren Sägezahn. Nicht den, ja, den nehmen wir, würde ich sagen, einen Tag, 19 Stunden, schicken wir den jetzt einfach mal zum Training und gucken, was wir jetzt mit unserem ohne Zahn bzw. mit dem Holz anfangen können. So, dann würde ich sagen, sammeln wir das einfach mal ein. Klar, wir machen jetzt natürlich extrem minus 100, über 150 Mille, aber so ist es, können wir halt nicht ändern. Dann würde ich sagen, schicken wir unseren ohne Zahn gleich nochmal los, nochmal zum Event. Also wie gesagt, ich hatte komplett Pech, habe natürlich extrem viel Drachen gesucht, den Poch habe ich gesucht, Klumpen, Walker, Schrecken, ja mehrere ein paar Mal. Habe natürlich auch ein paar Gegenstände für den Wolkenspringer gesucht, hatte aber wie gesagt immer Pech, habe bis jetzt gar nichts bekommen, überhaupt gar nichts. Also ist echt eine Sauerei, kotzt mich auch extrem an, weil ich wirklich viel Zeit investiert habe. Von daher finde ich es echt assi, aber ist halt nicht zu ändern. So, eine geringe Chance haben wir, dann haben wir hier eine mittlere Chance. Unser Dagos Grill kann natürlich nicht mitmachen, von daher würde ich sagen, werden wir erstmal in den Kampf gehen, probieren unser Berg zu verteidigen. Mal gucken, ob es klappt, ich bin gespannt, wir werden oben erstmal angreifen, ist natürlich die sinnvollste Sache der Welt. So, okay, dann würde ich sagen, beginnen wir. Schicken hier erstmal, zack, fangen wir einfach mal an, ich fange nochmal von oben an anzugreifen, weil das hat eigentlich relativ gut geklappt, haben wir zwar trotzdem nicht geschafft, aber wir probieren es einfach aus, ob wir trotzdem packen, wäre natürlich richtig cool, wenn wir irgendwie auf die Reihe kriegen, da müssen wir natürlich erstmal ein bisschen Bambule machen, der erste Drache ist schon am Arsch, das ist natürlich extrem assi, aber wie gesagt, nicht zu ändern. Kommt, 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 macht Bambule. Hey, der fliegt wieder dahin, Alter. So, ey, bleibt hier, ihr Bauern. Mann, wann fliegen die denn wieder ran, ey? Sind die behämmert? Mann, Alter, das sah so gut aus. Gut, das werden wir mit Sicherheit wieder mal nicht schaffen. Die hätten wir auf jeden Fall zerstören müssen, dass das hier funktioniert. War auf jeden Fall eine bittere Niederlage, weil eigentlich sah es relativ gut aus am Anfang. Aber wie gesagt, nicht zu ändern. Die Flotte haben wir leider nicht geschafft. Müssen wir unsere Drachen eventuell noch ein bisschen pimpen. Bittere Aktion kotzt mich natürlich auch ein bisschen an. Aber wie gesagt, können wir nicht ändern. Ich würde sagen, wir schicken unseren ohne Zahn nochmal los. Können jetzt natürlich den Poch, Klumpen und Walker Schrecken der Meere suchen. Welchen würdet ihr suchen? Was sagt ihr? Ich entscheide mich mit Sicherheit für Walkers Schrecken der Meere. 8 Stunden dauert's. Probieren wir einfach, ob wir den bekommen. Wäre auf jeden Fall eine geile Sache, wenn es klappt. Aber ich glaube es erstmal nicht. Wie gesagt, den eigentlich schon 1000 Mal gesucht, hatte immer Pech. Aber vielleicht haben wir ja jetzt einfach mal wieder Glück. Wäre auf jeden Fall cool. So, dann haben wir eigentlich alles erledigt. In Walkers Zuflucht haben wir unseren Sandgeist im Titantraining. 3 Drachen sind hier auch drinne. Von daher ist das auch alle schick, würde ich sagen. So, hier können wir natürlich gleich nochmal ein paar Drachen losschicken, Holz holen, weil wir haben jetzt ein bisschen Holz ausgegeben, um natürlich die nächste Flotte anzugreifen. Flotte Nummer 49 sind natürlich gescheitert, war eine bittere Aktion, kotzt mich auch echt an, weil es eigentlich ja nicht so schlecht für uns aussah. Aber wie gesagt, am Ende ist die Ente fett, sagt man so. Wie gesagt, wir sind durch. Ich hoffe, euch hat es hier gefallen und hoffe natürlich, dass ihr wie immer beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss.